Der Bitcoin-Preis läuft an die 10.000er-Marke und hält sich dort seit 2 Wochen sehr stabil an dieser Widerstandszone. Gleichzeitig steht im neuesten Krypto-Hedgefonds-Bericht von PwC, eines der Big Four, geschrieben, dass das verwaltete Vermögen, was institutionelle Krypto-Hedgefonds zur Verfügung stellen, sich im Jahr 2019 sage und schreibe verdoppelt hat. Also Institutionelle mit mehr Geld in den Krypto-Hedgefonds, der Bitcoin-Preis hängt an der 10.000 fest und ich sage, hey, für mich ist der Markt bärisch, ich sehe eine größere Wahrscheinlichkeit für die 1.000. Ja, ist doch jetzt der Zeitpunkt, sich zu fragen, liege ich hier vielleicht falsch oder nicht? Und wir werden in dieser Ausgabe uns den Bitcoin-Preis aus technischer Sicht ansehen und wir werden uns diesen Bericht ganz genau anschauen. Und ich werde mit euch ausarbeiten, dass aus meiner Sicht die Verdopplung des sogenannten Asset Under Management, also das verwaltete Volumen, die Verdopplung klingt zwar auf ersten Blick bullisch, dass institutionelle mehr Geld in den Kryptomarkt bringen. Wenn man sich aber mit den Ergebnissen ganz genau auseinandersetzt, dann stellt man fest, so positiv für den Bitcoin-Preis ist das leider doch nicht. Jetzt werden einige von euch sagen, oh Mann, der Permabär wieder. Selbst die einfachsten Zusammenhänge versteht er nicht. Institutionelle haben mehr Geld in Krypto-Hedgefonds reingesteckt und der sagt immer noch, das ist mehr bärisch. Medias res. Wenn ich mir so die Kommentare der letzten Wochen angucke, und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, alles rauszusuchen, aber das ist so das, was ich am allerhäufigsten gelesen habe. Es ging um die 1.000-Dollar-Prognose. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich dachte, Bitcoin ist schwach, mal wieder falsch prognostiziert. Dann entschuldige dich bei deinen Abonnenten. Sie haben Verantwortung. Erst sagst du 1.000k bevor 10.000k. Jetzt sagst du 1.000k bevor 20.000k. Und kehrst das unter den Teppich. Andere haben gesagt, ich kann dich nicht ernst nehmen. Du liegst immer daneben. Und wisst ihr, Leute, ich muss tatsächlich sagen, dass es mir leid tut. Und ich muss mich entschuldigen, aber nicht für die 1.000-Dollar-Prognose, sondern ich muss mich entschuldigen bei den Zuschauern, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu mir gesagt haben, du verschwendest zu viel Content und zu viel Zeit darin, dass du dich rechtfertigst. Und ich habe immer gesagt, nee, Leute, ich rechtfertige mich doch nicht. Sondern, guck mal, das ist Kommentar mit den meisten Likes. Also, ich suche den Diskurs mit meinen Zuschauern. Offensichtlich ist das wichtig. Und dann hatte ich mit meinen eigentlichen Zuschauern, die mich unterstützen, immer wieder Diskussionen. Nee, rechtfertige dich nicht. Und ich gesagt habe, nee, ich rechtfertige mich nicht. Ich versuche, die Sachen zu erklären. Und wisst ihr, wenn ich in dieser Ausgabe vom 22.03. in dem Video, und das ist ein Ausschnitt, und das ist die Maus, die ich abfotografiert habe, sage, eher geht der Markt in Richtung 8.000 als erstes. Und wenn wir in der Folge dann so bleiben, dann ist das eher so, dass das technische Bild auch wirklich sehr schwach aussieht und wir dann in Richtung 1.000 gehen. Dann weiß ich nicht, wofür ich mich entschuldigen muss, dass ich gesagt habe, von hier aus ist die Wahrscheinlichkeit eher da nach oben wahrscheinlicher, dass ich daraufhin, ich weiß nicht, 3 weitere Ausgaben gemacht habe und immer wieder im technischen Teil, im zweiten Teil gesagt habe, Leute, der Markt ist mehr bullisch, die Konsolidierung ist bullisch, wir haben Potenzial weiterzulaufen, 8.000, wenn das bricht, 9.3 und so weiter. Tut mir leid, wisst ihr was? Ihr habt alle recht gehabt, alle, die mich kritisiert haben und gesagt haben, du gehst zu viel auf die Kritik der Leute ein, mache ich in Zukunft nicht mehr, denn, und das ist für alle meine Zuschauer. Und aus meiner Sicht ist mit dieser Folie, das habe ich auch immer wieder gezeigt, alles erklärt. Man kann aus der Vergangenheit so viel lernen. Der Bitcoin-Preis geht von 1.000 runter auf 100. Boah, wäre es nicht genial gewesen, man hätte die 100 gekauft. Absolut. So, und was ist passiert? Der ist auf 600 geschossen. Aber das war genau eine entscheidende Widerstandszone, wo der Markt gescheitert ist. Ist nochmal gescheitert. Und dann ist er zwar nicht exakt an die 100 zurück, aber fast an diese Marke zurück. Da hätte man es auch immer noch kaufen können. Und wisst ihr was? Das hätte man auch nicht kaufen müssen. Denn guck mal, das ist Unterstützung, das wird zum Widerstand, ist zum Widerstand, ist zum Widerstand. Und dann nimmt der Markt das raus. Ach was. Vielleicht ist das im übertragenen Sinne hier die 3.000 und das ist die 10.000. Wärt ihr auch zufrieden gewesen, den Bruch der 300 damals zu kaufen und meinetwegen bei 15.000 zu verkaufen?
Wahrscheinlich ja. Jetzt würde ich sagen, ich habe die 100 gar nicht gebraucht, ne? Genau. Und wisst ihr was? Geht er weg, kommt er wieder. Ist er billiger. Das heißt, ich hätte auch damals den Bruch nicht gehandelt. Und guck mal, der geht von 300 auf 500. Du denkst so, der ist weg. Nee, der kommt wieder. Wenn du den Chart lesen kannst, bist du sowas von im Vorteil. Und wisst ihr was? Du musst es nicht mal hier handeln, denn der Markt steigt, konsolidiert es und löst es bullisch auf. Hätte das vielleicht auch gereicht? Hier, guck mal, Widerstand, Widerstand, Widerstand und dann diese Marke rauszunehmen und da die Fortsetzung zu handeln. Versteht ihr, Leute? Ob Stock-to-Flow ist oder das kurzfristige Ergebnis von Halving, ich habe das auch immer wieder in diesen Videos fundamental erklärt. Das ist aus meiner Sicht kein Grund, um zu sagen, dass jetzt gerade der Bitcoin-Preis fundamental bullish ist. Ich habe erklärt, dass andere Dinge für mich eher dafür sprechen, dass der Markt fundamental nicht bullish ist. Und aus meiner Sicht ist es so, dass diese Ausgabe von PwC genau das belegt, was ich auch sage. Und das werden wir uns auch gleich angucken. Und ich brauche den ersten Hit nicht. Von mir aus soll der Markt durch die 10.000 durchschießen und dann kommt er nochmal wieder. Und von mir aus, selbst wenn er das nicht macht, dann kann ich auch gerne bei 15.000 reingehen. Denn wisst ihr, was der Vorteil ist? Ich weiß, welches Risiko ich im Markt eingehe. Erstens, ich muss nicht einfach der Feld und ich sage, es wird schon, ich bin überzeugt, ja, es tut aber weh, ja, ich bin aber überzeugt. Und zweitens, ich möchte, dass mein Geld arbeitet. Ich möchte nicht, dass mein Geld 3 Jahre lang rumliegt, damit er dann irgendwann hoffentlich sich sonst wohin schießt. Möchte ich nicht. Und deswegen, entweder kriege ich die 1.000 oder ich finde fundamentale Gründe, die dafür sprechen, die finde ich immer noch nicht. Oder ich möchte eine abgeschlossene technische Bodenbildung. Und die Langzeitprognose, Verzeihung, die Langzeitprognose, das ist eine Folie von damals, die hat nach wie vor Bestand und die klare Aussage war, ich sehe eher, dass erst die 1.000 kommt, bevor die 20.000 kommt. Und dann technisch, fundamental, was dazu gehört. Und wenn ich mir den neuesten Crypto-Hedgefonds-Report von PwC anschaue, wo ausschließlich Hedgefonds untersucht wurden und es heißt, Asset Under Management ist um 100% gestiegen, dann kann ich euch sagen, als ich das gelesen habe, die Überschrift, dachte ich mir, hoppala, Moment mal kurz, Institutionelle stecken offensichtlich Geld in Bitcoin. Das muss ich mir durchlesen, denn vielleicht täusche ich mich mit meiner Einschätzung. Asset Under Management bedeutet verwaltetes Vermögen. Wächst im Jahr 2019 von 1 Milliarde auf 2 Milliarden. Okay, was man bitte verstehen muss in dem Zusammenhang ist, im Jahr 2018 haben die allermeisten Krypto-Hedgefonds verloren und im Jahr 2019 haben die allermeisten Krypto-Hedgefonds gewonnen. Okay, das merken wir uns. Dann sehen wir, dass die kleinen Hedgefonds, also die kleiner 2 Millionen, im Jahr 2018 bis zu 25% hatten. Diese Rate hat deutlich abgenommen. Hingegen haben die größeren Hedgefonds prozentual deutlich zugenommen. Es ist nur eine Vermutung, aber vielleicht haben die kleinen Hedgefonds zugemacht, weil sie einfach zu viel Geld verloren haben und sich die Kosten nicht mehr leisten konnten. Denn so ein Hedgefonds ist teuer und du kannst dir das nur leisten, wenn du ausreichend Kapital hast, was du verwaltest. Und die größeren Fonds sind vielleicht größer geworden, weil einfach der Bitcoin-Preis gestiegen ist. Aber vielleicht auch, weil mehr Geld reingeflossen ist. Denn eins steht in diesem Bericht nicht drin. Es steht leider nicht, wie viel Inflow da gewesen ist. Was bedeutet Inflow? Das bedeutet, wie viel Geld Institutionelle investiert haben. In dem Augenblick, in dem Asset Under Management so stark steigt, dann kann es auch einfach sein, dass der Bitcoin-Preis deutlich gestiegen ist und deswegen ist das verwaltete Vermögen in Dollar angestiegen. Was viel wichtiger ist, dass wir uns angucken, was haben denn eigentlich diese Hedgefonds für Strategien gefahren? Und deswegen finde ich das super, was PwC publiziert hat, denn es gibt diskretionell Long und Short, also Eigenhandel Long und Short. Egal, ob es jetzt mit einem systematischen Ansatz ist oder einfach so nach Gefühl ist. Das heißt, irgendein Mensch drückt ab. Oder Long Only, also einfach nur kaufen, 30-42%, aber quantitativ macht 58%. Jetzt muss man nochmal bitte verstehen, im Jahr 2018 ist ja der Bitcoin-Preis um über 80% gestiegen und entsprechend die ganzen Hedgefonds haben auch Plus gemacht. Aber 2018 ist ja der Bitcoin-Preis runtergegangen. Und was haben die meisten Hedgefonds gemacht? Miese.
Das heißt, man kann sagen, wenn der Bitcoin-Preis runtergeht, zumindest so, wie das sich darstellt, verlieren die meisten Hedgefonds. Aber diese quantitative Strategie, die hat ja auch im Jahr 2018 plus gemacht. Und auch im Jahr 2019 plus gemacht. Was ist diese quantitative Strategie? Erstens und zweitens, wie viel des Gelds ist eigentlich in dieser quantitativen Strategie drin? Wow! Fast die Hälfte des ganzen Geldes ist in der quantitativen Strategie drin. Dann will ich natürlich wissen, und das wusste ich auch nicht, was definieren Sie unter quantitativer Strategie? Und das steht in diesem Bericht drin. Arbitragehandel, Hochfrequenzhandel, Market Making. Okay, was sind das für Strategien, die dort gefahren werden? Arbitragehandel bedeutet, dass du Preisunterschiede an unterschiedlichen Börsenplätzen ausnutzt. Früher haben Menschen ihr Lebensunterhalt davon verdient, dass sie geguckt haben, gesehen haben, aha, in Japan gibt es die Aktie X zum Kurs von zum Beispiel 98, in den USA wird es zu 101 gehandelt. Das sind ja 3%, Wahnsinn. Dann kaufe ich das also jetzt in Japan und verkaufe das in den USA, dann mache ich 3%. So große Arbitragegeschäfte gibt es heutzutage überhaupt nicht mehr an den klassischen Märkten. Dafür sind sie viel zu effizient. Und das gibt es wenige Maschinen, die das noch automatisiert gerade so hinkriegen. Aber dadurch, dass wir einen ineffizienten Markt haben im Kryptomarkt und viele, viele Börsenplätze haben, gibt es noch die Möglichkeit des Arbitragehandels. Und ich bin mir aber auch sehr sicher, dass das durch Algorithmen und automatisierte Modelle genutzt wird. Beim Hochfrequenzhandel geht es ja um sehr hohe Umsätze, die innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden. Da geht es darum, dass man noch eine schnellere Ausführung bekommt als jemand anderer. Und das sind auch algorithmische und computergestützte Modelle. Das heißt, diese beiden Modelle, da geht es einfach nur um ganz, ganz, ganz kurzes Trading. Und dann gibt es das sogenannte Market Making. Was bedeutet Market Making? Das bedeutet, dass man der Kurssteller ist bei Finanzprodukten und damit der Gegenspieler von Kleinanlegern. Wie kann man Gegenspieler von Kleinanlegern werden? Stellt euch zum Beispiel eine Fußballwettbörse vor, wie die alle heißen. Die machen ja die Kurse, das heißt, die bieten die jeweiligen Kurse an. Und wenn ihr wettet ja gegen den Wettanbieter. Und viele Kryptobörsen haben ja Derivate und handeln überhaupt nicht auf der Blockchain. Das heißt, du kaufst ja gar nicht einen echten Bitcoin, sondern du kaufst irgendein Future. Und wenn du den Future kaufst, dann ist es natürlich bei der Comix so, dass Trader gegen Trader handeln, aber sehr, sehr viele Kryptobörsen sind so strukturiert, dass sie die Gegenpartei des Kleinanlegers einnehmen und die brauchen durchaus viel Kapital, um so etwas zu ermöglichen. Und deswegen suchen sie sich Geldgeber und diese Geldgeber sind die Krypto-Hedgefonds. Und wo kriegen die Krypto-Hedgefonds ihr Geld her? Das kriegen sie von Institutionellen. Das heißt, Institutionelle kommen in den Markt, um von der Volatilität des Marktes zu profitieren. Man kann Arbitragegeschäfte machen, Hochfrequenzhandel machen und davon zu profitieren, dass es nicht regulierte Börsen gibt, dass es hohe Hebel gibt und dass es eine hohe Volatilität gibt und deswegen verliert der Kleinanleger so wunderbar. Und deswegen ist 50% des Geldes nicht in Bitcoin. Und deswegen geht es nicht um eine fundamentale Investition. Und es gibt kein Interesse an der Kryptotechnologie selbst, zumindest bei der Hälfte. Und dass Asset Under Management so stark gestiegen ist, wird durchaus auch sehr viel damit zu tun haben, dass der Bitcoin-Preis als solcher angestiegen ist. Leider steht in diesem Bericht eben nicht drin, wie viel Inflow da gewesen ist. Das heißt, wie viel Geld tatsächlich institutionelle in die Krypto Fonds investiert haben und dann würde mich nämlich auch mal interessieren, okay, welche der Strategien haben denn das meiste Geld bekommen? Hat das meiste Geld diese sogenannte quantitative Strategie bekommen oder haben das meiste Geld eher die Hedgefonds bekommen, die tatsächlich in Bitcoin investieren? Und deswegen, auf den ersten Blick klingt das zwar sehr positiv und sexy, aber auf den zweiten Blick leider nicht ganz so. Und man muss sich bitte darüber im Klaren sein, es gibt weltweit über 15.000 Hedgefonds und das verwaltete Volumen laut Statista Stand 2020 ist mehr als 3.000 Milliarden, also 3 Billionen. Aber der Anteil der Krypto-Hedgefonds macht nicht mal 0,1% aus.
Einige werden sagen, ja, da könnt ihr mal sehen, was für ein Wachstum noch möglich ist. Ja, ich sage, im Moment ist überhaupt kein Interesse da. Lass mal wirklich das hier ein bisschen ansteigen. Ich will nicht der Erste sein, sondern ich bin gerne feige und deswegen verpasse ich auch immer die ersten Anstiege. Das können gerne die anderen machen. Und damit der Blick auf den Chart. Und hier würde ich gerne mit euch langfristig drauf schauen. Und mit langfristig meine ich Folgendes. Schaut mal. Diejenigen, die von euch auch schon lange dabei sind, die werden sich daran erinnern, als wir hier hochgeschossen sind. Das war damals mit China und angeblich unterstützt China die Bitcoin und so weiter. Da habe ich euch gesagt, ich bin skeptisch, dass das echt ist, denn der Markt läuft hier in eine echte Widerstandszone rein. Und dann habe ich gesagt, aber wisst ihr was, wer bin ich denn mit meiner Skepsis? Wenn Bitcoin diese Bewegung macht, super, bleib stark und dann bin ich gerne mit der nächsten Welle dabei. Aber Bitcoin ist runtergefallen. Was ist danach passiert? Es gab den nächsten Anstieg und ich habe gesagt, naja, also okay, einverstanden, das ist zwar ganz schön stark, aber wisst ihr was, wir sind schon wieder hier in dieser, in dieser Widerstandszone und deswegen, ich bin skeptisch, aber wer bin ich denn? Hey Bitcoin, bleib stark und wenn du stark bleibst, wunderbar, ich bin dabei, wenn du die nächste Welle machst, aber Bitcoin ist wieder gefallen. Und jetzt sehe ich den nächsten Anstieg und rate mal, was ich euch sage. Mensch, toll, was der Bitcoin-Preis macht. Das ist ja echt stark, der ist schon wieder am Widerstand. Wenn das echt ist, okay Bitcoin-Preis, bleib. Und wenn du bleibst, dann bin ich auch gerne dabei, den Ausbruch mitzutreten. Wenn aber der kurzfristige Ausbruch jetzt hier kommt, dann muss ich euch ganz klar Folgendes sagen. Schaut mal, wir haben hier ein Tief. Dann machen wir ein Hoch. Dann machen wir das tiefere Tief. Und nach, ich weiß nicht, Hunderttausenden von Setups, die ich mir in meinem Leben angeguckt habe. Nicht Charts, sondern Setup, will ich das traden, will ich das nicht traden, trifft mein System oder trifft es nicht mein System, muss ich euch sagen, es ist ganz selten, dass der Markt das tiefere Tief macht, um dann aus dem tieferen Tief wie Phönix aus der Asche das signifikant höhere Hoch zu machen. Entweder braucht der Markt, wenn das echt ist, nochmal das höhere Tief, egal wo das ist, aber er braucht zumindest ein Pullback hierhin, zum Beispiel, oder der Markt muss bleiben. Bleiben, 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 bleiben. Falls jetzt der Markt etwas Seltenes machen möchte, ist ja Corona-Krise, so, und der Markt einfach durchlaufen möchte, ja, habe ich euch vorhin gezeigt, ne? Gehst du weg, kommst du wieder. Ist es deutlich wahrscheinlicher, dass der Markt an diese Ausbruchszone zurückkommt. Und deswegen, ich sage es euch jetzt, falls der Bitcoin-Preis kurzfristig diese 10.000 rausnimmt und hochschießt und in Richtung 11.000 geht, dann ist es für mich kein mittel- oder langfristiges Signal. Wenn er kurzfristig rausschießt, ist es für mich erst dann ein mittel- und langfristiges Signal, wenn er wirklich alles hier rausrasiert. Dann würde ich sagen, boah krass, er hat das hier alles richtig rausrasiert und dann würde ich ein Pullback kaufen. Und deswegen ist das nicht so, dass falls jetzt ein Pullback kommt und im Übrigen, im Moment, das bin ich euch auch schuldig zu sagen, ich setze gerade auf diesen Pullback. Ich habe euch hier gesagt, dass ich eine erste Position in einem Altcoin auf der Shortseite gehandelt habe und ich habe mittlerweile eine zweite und dritte Position in anderen Altcoins aufgebaut. Zwei sind leicht im Plus und einer ist auf Break-Even. Wenn der Markt den Pullback macht, klar, wenn man mutig ist, kann man sagen, weißt du was, hier, das Unterstützung, das war ein Fake, das Unterstützung, also 6.600, 6.000 kaufe ich. Kann man machen. Für mich ist aber dann die Bodenbildung nicht abgeschlossen, der Markt kann dann genauso gut wieder hier runterfallen. Also einfach blind werde ich nicht die 6.000 kaufen wollen. Long story short, ja, das was der Markt hier kurzfristig macht, ich kann ja jetzt mal in die Stunde gehen und euch das zeigen. Das ist mehr bullisch. Was nicht mehr bullisch ist, ist das hier mit viel Volumen abverkauft wurde. Und es besteht eben die Gefahr, wenn hier die erste Welle schon viel Volumen hatte, ja, dann machen die institutionellen Vertriebsmarkt auf. Was ist ein Vertriebsmarkt? Das ist meine Sorge. Deswegen will ich hier nicht long dabei sein. Lang, mittel oder sonst irgendwie fristig. Dann lassen wir noch ein bisschen steigen. Alle sind euphorisch. Yeah! Und dann verkaufe ich in die Stärke wieder mit viel Volumen rein. Ich will nicht in der Konsolidierung hohes Volumen sehen. Das ist nicht typisch bullisch, mittel- und langfristig.
Falls der Bitcoin-Preis ganz kurzfristig unter die 9000 fallen sollte, dann ist 8000 wahrscheinlicher. Unterhalb der 8.1, dann ist 6.6 aktiviert worden. Und deswegen heute eher der mittel- und langfristige Blick, der aus meiner Sicht noch entscheidender ist. Und für den Fall, dass ihr sagt, ja, was hast du denn zum Beispiel auf der Short-Seite getradet, kann ich euch zeigen. Hier. Ein Trade ist Litecoin. Litecoin hat hier die 200-Tage-Linie als potenziellen Widerstand. Es ist hier von diesem ausverkauft eine wichtige Fibo-Marke. Es ist eine horizontale Widerstandszone. Und es ist hier oben sogar die 20-Wochen-Linie. Und das, was ich sehe, ist hier über den 4-Stunden-Chart hat der Markt einen Ausverkauf gesehen, einen trägen aufwärtsgerichteten Trend gesehen, ist mit Volumen ausverkauft worden und diesen Rücksetzer. Ich verkaufe eine Widerstandszone. Und solange diese Widerstandszone greift, bin ich auch gerne dabei, auch diese Short-Position zu halten. Und wichtig ist, ich verkaufe nicht eine bestätigte Widerstandszone. Wann wäre denn diese Zone bestätigt? In dem Augenblick, in dem wir zum Beispiel eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation hätten und diese Tiefs rausgenommen werden. Hier, in diesem Bereich. Dann würde man sagen, okay, das ist eine Fortsetzung, was wir sehen. Wenn man eine Widerstandszone verkauft, verkauft man sie mit reduziertem Risiko, weil man die größere Chance im Markt hat, aber auch das Risiko, dass dieser Trade nicht funktioniert, weil die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist. Dafür ist dann, wenn es funktioniert, der sogenannte Wert des Gewinns hoch. Falls ihr sagt, ich habe da echt Bock drauf, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mir genau zeigen kann, wie ich solche Formationen erkennen kann, wie ich sie mit System traden kann und dass er sie mir auch immer wieder über ein Jahr lang zeigt und dass er mir seine Trades zeigt. Genau zum Beispiel den Einstieg bei Litecoin, wo das Stop-Loss ist und mir die Trades erklärt, warum er das macht. Dann kommt gerne zu unserem Mentor-Programm. Ihr könnt euch das auch sehr gerne zu 0% Zins finanzieren lassen. Und ich sage es gerne immer und immer und immer wieder. Bei mir gibt es 6 Monate bei mir sein, sich das alles angucken, dann zum Seminar kommen, dann nach Hause fahren, 5 Tage drüber schlafen und dann könnt ihr immer noch ohne Angabe von Gründen sagen, gib mir mein Geld zurück. Denn wisst ihr was? Ich will nur Klienten haben, die wirklich absolut zufrieden sind mit dem, was wir machen. Und wenn ihr sagt, finde ich gut, dann bleibt ihr noch 6 Monate mit uns, bei uns, lernt mit uns das Traden. Oder ihr sagt, nö, der Mann hat nur Kokolores erzählt. Dann kriegt ihr euer Geld zurück und dann ist für euch die Ausbildung beendet. Informiert euch sehr gerne über unser Mentorprogramm. Würde ich mich sehr freuen. Gehabt euch wohl.